Harry sagt Hallo und guten Morgen. Mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem passenden Video dazu beginnen Leute hier an der Charca de Maspalomas vor mir ein Stelldichein der kleinen Reiher. Die fliegen hier im Kreis und wissen nicht, wo sie sich niederlassen sollen. Doch, er hat einen dünnen Ast gefunden. Ich glaube, die machen einen Wettbewerb. Je dünner, desto besser. Also die haben ein sehr gutes Gleichgewichtsvermögen. Ja, und gleich müsste Sonnenaufgang sein, der offizielle. Das heißt, es ist heute doch sehr windig. Und wir fahren jetzt direkt zum Strand. Ja, der Wind kommt jetzt hier mir von links. Also das heißt, es kann auch sein, dass es wieder Sand da vorne gibt und dann muss ich die andere Richtung einschlagen. Wir haben hier gerade so ein bisschen Morgenrot. Grad und es ist genau 8 Uhr. Ja, so sieht es heute aus, heute Morgen an der Charca, auch mal mit dem Blick nach hinten. So, und die Möwen haben sich heute hier auf der ersten Düne versammelt. Ja, mal sehen, ob man die Sonne doch ins Visier kriegen gleich. So, der offizielle Sonnenaufgang und wir kriegen tatsächlich was mit. Ich habe nie damit gerechnet. Ich habe gedacht, das Wolkenband wird uns einen Strich durch die Rechnung machen. Wir haben jetzt offiziell... Ja, 8 Uhr und 4 Minuten ist der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang um 19.28 Uhr. So, jetzt bleiben wir aber auch dabei, denn gleich ist es damit wieder vorbei. Die Netze werden gespannt hier rechts, das heißt, man erwartet natürlich Wind. Wir haben ihn ja schon. So, und heute gibt es einen Geburtstagsgruß und zwar geht er nach Deutschland an die Britta. Der Mann grüßt sie recht herzlich. Ja, liebe Britta, dein Tag, dein Ehrentag heute. Alles Gute zum Geburtstag und vor allen Dingen Glück und Gesundheit. Wir sehen uns bald hier im Los Parales im November. Und wir freuen uns schon drauf. Wir haben ja so eine kleine gemeinsame Geschichte und haben uns ja auch schon ein paar Mal getroffen. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ansonsten heute einen schönen Geburtstag, liebe Brüder, und bis bald hier auf Gran Canaria. So, nun taucht sie wieder weg. Die Wolke ist davor. Aber wir werden gleich mehr sehen.
Ja, dann kommen wir doch gleich zum Wetter. Und zwar, Höchstwerte werden heute erwartet, 26 Grad. Tiefstwerte waren es heute Nacht 22. Wassertemperatur beträgt immer noch 23 Grad. Wir haben jetzt hier richtigen Wind. Wir haben jetzt hier, ja, aus dieser Richtung kommt er. Und wenn der Sand jetzt fliegt, dann bin ich auch weg hier. Und der Sand fliegt schon. Das heißt, ich werde mir jetzt ein ruhigeres Eckchen suchen. Nicht ruhiger wegen dem Wind, sondern wegen dem Sand. Dann geht es jetzt mal wieder zurück. Um 7.42 Uhr ist Niedrigwasser gewesen, um 13.15 Uhr Hochwasser, 13.50 Uhr und um 20.05 Uhr das nächste Niedrigwasser. So, das ist mir zu sandig hier. Ich habe mir es fast gedacht, aber wie gesagt, man muss es ausprobieren. Ja, ein Geschäft reiht sich an das andere und bietet die Produkte an, die ja manchmal auch zu Hause zu bekommen sind. Aber im Urlaub hat man ja eben Zeit, vielleicht auch mal miteinander was auszusuchen. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis dieser Geschäfte bzw. der Erfolg. Viele sind im Stress, im Urlaub haben sie Zeit, gehen miteinander shoppen, bummeln und dann kauft man sich eben das ein oder andere. Ja, ich würde sagen, wenn wir schon hier stehen, dann schauen wir doch auch mal die Treppe nach oben. Und haben dann einen Blick auf den Hotelpool. Ja, so sieht das aus. Das hat man ja früher häufiger bei der Renovierung der Anlage des Hotels. Hat man ja hier immer die besten Ein- und Ausblicke gehabt. Ja, von hier oben hat man ja auch einen sehr schönen Ausblick.
Ja, dann verlassen wir mal diesen schönen Platz wieder und gehen auf die andere Seite. Auch hier der Überblick über die Größe von dem Café del Mar. Ja, das Wetter muss nicht immer am Wasser sein, aus einer Not eine Tugend. Also da wird richtig gehämmert, das sage ich euch, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Ja, hier wird richtig sauber gemacht, geputzt und geschnitten. Oh, hat man einen schönen Blick jetzt auf Arginigin und das Zementwerk mit dieser Sonne jetzt im Rücken. Als ob es angestrahlt wird. Jetzt haben wir es genau im Fokus. Ja, und jetzt hier die Sonne. Blendet so arg, dass man nicht ohne Brille nicht sehen kann. So, jetzt gehen wir aber hier auch noch mal nach oben. Ja, das sieht jetzt mit der Sonne hier natürlich richtig schön aus. Ja, heute Morgen das Hotel Costa Meloneras von der anderen Seite, von der Poolseite. Ein virtueller Rundgang im Garten. Das gibt jetzt ein paar schöne Fotos noch. Ja, schön das zu sehen von dieser Seite. Ich finde, es ist noch schöner wie vom Garten selber.
und dann geht es auch wieder hier Richtung Wasser nochmal und ich schaue mal. Ja, ich sehe gerade einen LKW hier hinter mir und wollte nur wissen, warum der hier auf dem Weg steht. Und wenn wir nochmal hinfahren, bin ich neugierig, nein, aber ich möchte es trotzdem wissen. Ach, der ist fürs Abwasser zuständig. So, dann drehen wir ganz einfach und gehen in die andere Richtung. So, und damit möchte ich mich dann auch so langsam verabschieden. Und sage ganz einfach, das Wetter heute mal anders. Und ja, bis zur Realität mal sehen, wo es hingeht, ist ein bisschen witterungsabhängig. Und dann gleiche Welle, andere Stelle. Wir sehen uns wieder. Danke fürs Dabeisein. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ja, der Kalender 2025, Gran Canaria von Harry und natürlich auch unser Plan B hier mit den besten Ausflugszielen auf der Insel. Und ich möchte mit euch noch einmal hier im Plan B ein bisschen blättern. Ja, hier sind Ausflugsziele drin aus den verschiedenen Bereichen der Insel. Dann haben wir natürlich auch ja, andere Ausflugsziele drin, wie die Meerespools im Norden. Da werdet ihr ganz viel darüber finden. Agimes und die Kaffeeplantagen, die Strände, ein paar Specials. Hier natürlich auch nochmal die Meerespools im Osten, wenn da jemand gerne hin möchte. Und alles beschrieben mit den Fahrtrouten, mit den Autorouten, wie man hinkommt. Und natürlich, wie gesagt, auch mit den Busverbindungen, Buslinien. Wer sich interessiert, schreibt mir doch ganz gerne eine E-Mail. Und ja, wer sich für den Plan B interessiert, der ist damit gut beraten. Die Busverbindungen, die es so gibt, einzeln aufgeführt mit Umsteigemöglichkeiten und vielleicht auch das ein oder andere Unbekannte. Zum Beispiel hier Moya, hier Pasito Blanco, ein wunderbarer Ausflug. Ja, das sind gute 25 Ziele mit Specials vom Plan B. Und ja, hier haben wir ihn, den Kalender 2025 mit 12 wunderschönen Fotos. Januar, Februar, ja, und dann geht es mit dem März natürlich weiter. Wir springen mal auf den Juli. Auch ein tolles Bild, ja, also von jedem Monat etwas dabei, für jeden etwas dabei. Vielleicht habt ihr euch auch euren Lieblingsmonat und ich habe auch mein Lieblingsbild gefunden und zwar, das ist der Dezember mit ja, dem kleinen Eyecatcher. Frohe Weihnachten und wie gesagt, beides zu bestellen, Plan B und der Kalender 2025. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder in den Kommentaren. Wie gesagt, da sind diverse Ausflugsziele drin. Ihr könnt euch da ja das ein oder andere Schöne aussuchen. Auf der Rückseite unseres Kalenders ist nochmal so ein, ja, so eine kleine Zusammenfassung. Da ist auch unsere Tara verzeichnet. Einfach nochmal als kleiner Gruß hier an dieser Stelle. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit beidem. Wer möchte, gerne bei mir bestellen. Bei meiner E-Mail-Adresse wird mit aufgezeigt und dann könnt ihr alle Informationen bekommen.